Du kannst den Rasenmäher versorgen. Hä? Machst du es noch? Okay, gut, mach. Fred, hast du den Rasen schon gemacht? Ja, sicher noch, ist viel zu heiß, ey. Spinchenart, du musst einen Magen machen. Keine Ahnung, ey. Was meinst du? Hä? Rasenmäher dort. Ja, morgen macht es der Papa, gell? Morgen der Papa Rasenmäher. Wenn es nicht mehr heiß ist! Mongo. Gehst heim. Aber subito, ist viel wie gesehen, gell? Alles klar. Okay. Ja, das ist ein Papa seine Gitarre. Hä? Eine Gitarre, das ist deine. Die habe ich von dir gekauft. Hä? Gell? Dass du mein grosser Gitarrist wirst. Gell? Johnny Cash ist einfach gut, oder? Du hast immer gesagt, Johnny Cash ist gut. Der glaubt auch noch etwas, weißt du? Dann weißt du, ich denke, weißt du, es war ja so, Manni. Der Stieg ist ja eigentlich der Sänger von unserer Band, obwohl er schon lange da war, als ich dazugekommen bin, der Friede. Der hat ihm einfach alles abgeschaut. So, nein, weißt du, Manni, das mit dem Stieg, das war eigentlich so. Der Stieg ist ja eigentlich der Sänger von unserer Band, oder? Obwohl er schon lange da war, als ich dazugekommen bin. Aber Friedli hat mir einfach alles abgeschaut. Also, weißt du, ich denke, dass mit dem Stieg, oder? Also, der Stieg war eigentlich der Sänger für unsere Band. Obwohl er schon lange da war, wenn ich dazugekommen bin. Aber der Friedli hat einfach dem alles abgeschaut, oder? Der hat einfach alles geklaut, so ein Arsch, so ein arschkriechender Arsch. Das ist ja Wurst. Wenn ich in New York gespielt, weißt, wenn du in New York gespielt hast, in Tokio, in all diesen Stadien, all diesen Scheiß, und dann kommst du zurück. Und weißt du, was denn ist, wenn du in Appenzell zurückkommst, oder auf Appenzell, von Brasilien her? Bist du einfach die Wurst? Nein, du jetzt da noch ein bisschen spielen. Ja, du noch mit dem Postauto noch ein bisschen spielen. Ist gut, hä? Ja, so ist gut. Nein, ich meine, weißt du, wenn du in New York gespielt hast, oder in Tokio, all diesen Stadien, all der Scheiße. Dann kommst du zurück, oder? Dann kommst du zurück, ja, komm. Ich will dir noch etwas erzählen. Weißt du, was ich war? Also, weißt du, wenn man zurückkommt, oder? Dann spielst du in Appenzell. Ja. Weißt du, vorher in Brasilien, oder? In Appenzell, oder? Und dann bist du einfach die Wurst. Oder? Die wollen von dir ja nicht wissen, wo du warst, oder? Das ist denen gleich. Du bist einfach die Wurst. Ist immer noch so heute. Gell? Hä? Ja. Hey, weißt du, Mann, ich denke, der Stieg, der ist eigentlich der Sänger für unsere Band, obwohl das eigentlich schon lange da war, als ich dazugekommen bin. Der Friedli, der hat alles abgeschaut, oder?
Nein, der hat alles geklaut. Das ist so ein Arsch, ey. Ein arschkriechender Arsch. Ja. Ja, weißt du, wenn ich denke, wenn ich die steige, der ist ja eigentlich das Engel für unsere Band, oder? Obwohl er schon lange nicht mehr dabei war, als ich dazugekommen bin. Der Friedli hat einfach alles geklaut, oder? So ein Arsch, ey. So ein verarschter Arsch war es, oder? So, weißt du, wenn ich denke, Manni, der Stieg ist eigentlich. Boah, danke, ja. Der Stieg ist ja eigentlich der Sänger für unsere Band, obwohl er schon lange da war, als ich dazugekommen bin. Weißt du, Friedli, der hat ihm einfach alles abgeschaut. Nein, der hat alles geklaut im Fall. So ein Arsch. Das ist ein verarschter Arsch war es. Weißt du, das kann ich jetzt auch noch sagen. Das mit den. Das Konzert mit den wenigen Leuten. Also die ganze Konzertreihe mit den wenigen Leuten, oder? Wo man das als PR-Gag verkauft hat, oder? Das war alles Bullshit gewesen. Nein, wirklich. Du musst nicht lachen. Das war alles Bullshit gewesen, oder? Es sind nämlich nur so wenige Leute gekommen, oder? Und hat man es einfach wollen umkehren, oder? So war es gewesen, oder? Machen von der Werbung. So ein Zeich, echt, hey. Management-Blödsinn. Willst du den Ball wieder haben? Hä? Da. Nein, weißt du, eigentlich bin ich hure froh jetzt, dass das fertig ist mit dem Röckchen, oder? Meine Kinder, das sind's, oder? Es gibt mir viel mehr Befriedigung, oder? Das ist das Wahre, oder? Wer bist denn du? Ich bin Jeff. Ich bin ein Ritter. Du bist ein Ritter? Hä? Ein Ritter vom. Der Ritter vom Heavy? Nein! Der Ritter von. Vom König von Print. Vom König von Prinz, das ist gut. Nein, weißt du, wenn du in New York gespielt hast, in Tokio, in all diesen Stadien, und dann kommst du zurück, oder? Ich muss eben runterklettern. Ja, dann komm runter, komm. Nein, eben, weißt du, wenn du alle diese Stadien gespielt hast, oder? Und dann zurückkommst. Und weißt du, was denn ist? Wenn du in Appenzell spielst, weißt du, vorher in Brasilien und dann in Appenzell, dann bist du einfach die Wurst, oder? Dann bist du einfach die Wurst, oder? Die grösste Wurst, die du dir vorstellen kannst. Die wollen gar nicht wissen, wo du warst, oder? Das ist dir scheisse gleich. Du bist einfach die Wurst. Nein, mir ist es nicht mehr so wichtig, da mit dem Röckchen. Den habe ich abgelehnt. Weg. Kind, das ist wichtig. Papa! Ja, wo ist Schatzeri? Muss ich hochkommen? Ja, ich komme hoch. Also, ich muss das. Du musst den Bauer wegnehmen. Hallo. Willst du nehmen? Hä? Du musst rufen. Hallo, Säule. Nein. Okay, gut. So, kommen wir nochmal. Ist es heiß oder warm, wenn ich durchgehe? Kalt! Warm! Okay, gut. Zeitli für alle!